Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles Savage Wild. Upsi, da hat mein Mikro gequetscht. Ich war nochmal drüben ohne euch und hab nach Begleitern gesucht. Gucken wir uns meine Ausbeute gleich an. Ich habe natürlich ein bisschen was gelootet. Nur wichtiges Zeug kennt man ja, ne? Also, ist man von mir ja nicht anders gewohnt. Nur das Wichtigste und absolut Notwendigste habe ich mitgenommen. War das alles an Barren? Ja. Bitte schließen Sie das Fenster. So, Katze, bleib bitte nicht in der Tür stehen. Dankeschön. So, dann gucken wir mal, was weg kann. Und nein, das kann nicht alles weg. Keine Sortierung. Da ist da noch Barren. Da sind noch Barren. Ich habe immer noch einen Sprachfehler. Ist immer noch so warm. Also, seht's mir bitte nach. Falls da das ein oder andere Wort keinen Sinn ergibt. Also, mehr als sonst. Schlunding. Okay. Behalten wir mal. So, ich habe sogar mal wieder einen Teppich bekommen. Ein Wandteppich. Ich weiß, ihr seid genauso enttäuscht wie ich. Dass nur einer war. So, wo waren denn die Barren? Ah, die Kiste ist voll, deswegen. Dann kommt ihr da rein. Jo. Dann packen wir erstmal den Dekokram weg. Einen weiter. Gucken, was wir noch so unterbekommen. So, noch mehr Gold und Silber. Ja, den können wir aufmachen. Das war das. Golemteile. Einmal, zweimal. Das war es auch schon wieder. Das zweite Hackebeil packen wir mal hier rein. Da. So. Blümchen und Konsorten. Packen wir die auch mit rein. Pülverchen. Mal eben einmal durchscrollen. Nicht etwa. Die Kisten dreimal machen müssen. Pack ich auch da rein. Okay. Hier dürfte nichts bei sein. Fläschchen. Das kann auch rein. Okay. Zauberkram habe ich nicht. Getränke. Haben wir noch was? Wie immer noch neue Getränke finden. Da habe ich, glaube ich, auch nichts. Da habe ich auch nichts. So. Gucken, wann die Kiste voll ist. Jetzt. Oh Gott,
zweite Deko-Kiste voll. Da ist ja noch ein Getränk. Ja, sein. Da. Okay, jetzt noch ein bisschen Baumaterial, Fläschchen und das Rüstungszeug. Jo, muss ich mal kurz pausieren. Wo war ich? Fläschchen wegräumen. Ich erinnere mich. Jo. Dann Baumaterialien. Was haben wir noch? Pfeile. Oh ja, und die Rüstungsklamotten. Okay. Pfeile kommen hier rein. Na. Bitte schließen Sie. Ich weiß auch noch nicht, ob ich heute mehr als eine Folge aufnehme. Oder wieder nur eine. Ist bei dem Wetter echt schwierig. Aber kann ja jeder selber nachrechnen. Wenn ich zwei Folgen am Tag hochlade, ist eine Folge am Tag aufnehmen. Eigentlich zu wenig. Und führt über kurz oder lang zu Problemen. Aber auf der anderen Seite hoffe ich einfach, dass morgen wieder ein bisschen kühler ist. Hallo Katze. Nun, die können wir noch in die Schmiede hauen. Und dann gehen wir jetzt gleich rüber. Und gucken nach der Ausbeute. Ich meine, ich kenne sie ja schon. Oh, ich habe jetzt hier mal den Spannungsbogen. Ja, sehr spannend, Jupo, sehr spannend. Nicht? Wo habe ich denn? Ach, du bist da mit rein. So. Dann reisen wir eben rüber. Wird natürlich auch pünktlich Nacht. Aber wir müssen ja nur eben ans Rad. Ich fahre jetzt insgesamt viermal. Habe ich jetzt das Dorf gemacht, da oben. Und jetzt ist es noch größer, als ich bei den letzten Malen überhaupt entdeckt habe. Und die Ausbeute sind zwei Dalinsias. Und das ist alles. Keine Träger, keine Tänzer mehr. Nix. War ein bisschen ernüchternd. Nun gut. Aber richtig Not habe ich ja jetzt auch nicht, was begleitet. Ach Gott. Komm schon. Wer programmiert sowas? Mal ohne Flachs, wer programmiert sowas? Ich kann nicht mehr kopieren mit der mittleren Maustaste. Warum? Jetzt weg, die Katze. Die will mich doch verarschen. Ach, je, je, je. Nee, da ist sie wieder. Hey, die war doch gerade weg. Und krieg ich... Spiel. Sag mal. Warum geht denn die Tür jetzt nicht dahin? Macht mich schon wieder fertig, ne? Das macht mich echt schon wieder fertig.
Ich da irgendwann anderes hinsetzen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum die Tür jetzt hier nicht snappt. Warum nicht die Tür hier? Ach Gott. Mit dem Reden, ich sollte das echt lassen. Ja, wir lassen die Tür jetzt weg. Ja, egal. Ja. Hat nicht sollen sein. Ich habe immer noch Baumaterial in der Tasche. Ach so, weil ich gerade die Türen abgerissen habe. Gott, ich stehe so neben mir. So mit der Hitze habe ich nicht, ne? Zumindest nicht so, wenn kein Meer in der Nähe. Wo ich zwischendurch mal reinhüpfen kann. So, da haben wir unsere beiden Dalinsias. 2745 ungelevelt. Bisschen mehr als der Rest, ne? Ja. Okay. Okay, okay. So, ich bin mal wieder mit den Ankündigungen und so, die Funcom getätigt hat, nicht ganz vertraut. Soll heißen, ich habe sie nur kurz überflogen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wird es keinen Battle Pass mehr geben. Weil sie die Zeit nutzen wollen für Wichtigeres. Oder sie wollen den Spielern einfach nichts mehr umsonst geben. Und sagen sie aber nicht. Dann ist die Falle da. Aber das wäre ja Quatsch. Also, wenn man sich einmal den Battle Pass gekauft hat, ist es ja quasi umsonst. Ich nehme an, sie werden, wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Zeit dann nutzen, um das ins Spiel zu stecken. Und nicht in dem Bazar. Aber das wird die Zeit zeigen. Sie wirklich mehr Content bringen, wenn sie sich jetzt schon mehr Zeit nehmen. Aber gut, ich habe aber dafür was anderes eben gesehen. Oh nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich will da hin. Wir gehen jetzt in den Bazar und wir kaufen uns das Yamatai-Set. Ja, machen wir, weil wir brauchen die Punkte ja da nicht mehr. Und wenn doch, dann habe ich mit was habe ich gehandelt? Mit Rosinen, sagte man, glaube ich, ne? Weil wir haben, wir bauen ja eben Yamatai-Stil. Mal gucken, was wir da noch gekriegt haben. Deckenhalterung. Fundament. Müssen wir uns, glaube ich, mal noch ein neues Gebäude bauen demnächst.
Ich denke, das machen wir dann in der nächsten Folge. Oh. Gestern den Ventilator so lange angehabt. Ich habe voll Nackenschmerzen. Zerbrechlicher Kerl. Lass uns mal eben ein paar Insekten sammeln. Hier so in die Ecke werden wir wahrscheinlich noch ein Gebäude hinmachen. Oder, naja, auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht was, immer noch nicht. Da müssen wir auch mal sehen. Jetzt vielleicht auch mal den ersten Dungeon angehen. So ein bisschen Abwechslung, bevor wir weiter die Map erkunden. Da würde ich dann sagen, nehmen wir ein oder zwei unserer Begleiter mit. Nicht alle vier. Das wird mir in einem Dungeon ein bisschen zu wild. Da müssen wir mal gucken. Keine Vögel in der Nähe. Sehr schön. Habe ich jetzt eigentlich wieder... Ne, habe ich nicht. Okay, das reicht aber auch. Ist jetzt auch nicht übertreiben. Und ein bisschen erst. Okay. Ja. Aber wir können halt mal eben Wasser auffüllen. Wo ich das wieder vergesse. Vorsicht. Nein, falscher Raum. Nein, ich troll. Ich bin das erste Mal hier. Da kann man sich ja mal verlaufen. Nur das weg. Was da rein? Heute ist wieder so eine Großfolge. Ach, ist egal. Hier und hier raus. Dann machen wir hier die Hälfte rein. Oh Gott. Und die rein. Ist hier unten noch Platz? Ein Stick. Hatte ich nicht noch irgendwo so ein Ding aufgestellt? Ne, ich hatte zwei für die Tiere aufgestellt, ne? Feindes. Macht denn unser Tiergehege? Das ist ein Hund.
drin. Setzen wir den Doggo noch hin. Doch erstmal. Ja. Können wir vielleicht noch ein paar Tränke anschmeißen? Ah, alchemistische Grundsubstanz fehlt. So. Na, das wird nicht reichen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Hat denn da gerade so lustvoll gestört? Ich weiß nicht. Ich schwör's. Ach Quatsch. Das muss so. So, Inventar jetzt leer? Fast. Ja, mal Fleisch noch. Könnten mal eben der Satz geht gleich weiter. Ja, Gott, ist doch gut. Nein, ich will das alles nehmen. So. Die ganzen Baumaterialien, holen uns noch ein bisschen Holz und dann können wir uns vielleicht doch mal direkt und gucken, wo wir vielleicht was bauen. Als erstes gerne mal diese anderen Foundations angucken. Okay, die Steine sind gleich. Dunkleres Holz. Finde ich eigentlich gar nicht so unschön. Bräuchte ich nicht mehr. Diese Foundation. Lass mich raten, die gibt's aber auch wieder nur in eckig, ne?
gibt's nicht in dreieckig. Alter, ich verstehe das nicht. Naja, ich verstehe schon. Gibt's wahrscheinlich in ein, zwei Monaten dann als im Bazar für 15 Euro. Ich finde dunkle Holz schon cool. Was natürlich auch viel besser, ne? Zu dem ganzen Rest. Ich glaube, die werde ich nach und nach noch austauschen. Hier die hellen. So. Über Gebäude jetzt, was ich da reinmache, da mache ich mir später Gedanken drum. Vielleicht kommt da auch nie was rein. Weiß nicht. Was soll hier ein bisschen mehr, damit es vier wie eine Stadt aussehen. Darum geht es mir halt gerade. Wenn ich noch eine Reihe mache, brauche ich noch eine Reihe. So, was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3. Wir brauchen da noch eine Reihe. Das ist doch okay, oder? 6 tief, 7 breit, ja. So. Jetzt haben wir unten Balkon. Okay. Und der ist da außen drumherum laufen, nehme ich mal an. Marktfenster. Machen wir. Bogenwand. Nehmen wir mal an, wir machen den. So. Jetzt dreht er den nicht. Ich glaub's doch alles wieder nicht. Was ist denn mit diesem Bausystem? Er dreht ihn nicht. Warum ist das? Der Pfeil zeigt doch nach außen, oder? Und trotzdem macht er mir die Außenseite immer nach innen. Ich gucke jetzt auf die Außenseite. Und die Außenseite sehen. Ja. What? Warum? Die Außenseite ist doch normalerweise weiß. Warum ist die denn jetzt bei dem Marktfenster braun? Alter, wer hat denn das wieder gemacht? Das ist doch falsch rum. Das Weiße gehört nach da. Alter Funcom. Können die eigentlich gar nichts? Wer hat denn den Mist wieder programmiert? Oh, ich fass mir den Kopf. Ehrlich. Und dafür verlangen die dann 1200 von ihren Pünktchen.
Ja, kann man also im Moment nicht verwenden. Vielleicht kriegen sie es ja irgendwann noch mit und fixen es. Ich fasse aber nicht, ehrlich nicht. Wie man so bescheiden arbeiten kann. Vor allem, es gibt doch da kein Vertun, oder? Auf der Innenseite haben die unten kein Dekor. Die haben ja nicht mal... Wieso sind die komplett braun? Ich meine, es geht. Aber dieses Goldene gehört nun mal nach außen. Warum ist das so anders? Das passt doch dann überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, dann gehen wir wieder allein, ne? Nein. Folge weiter. Weil es soll ja nicht wieder so lang werden. Habt ihr euch ja gewünscht. Nun gut. Ja. Die Böden finde ich super. Finde ich toll. Mit dem dunklen Holz. Das mit den Marktfenstern ist mal wieder völlig daneben. Warum es keine Dreiecksfoundation gibt, weiß ich nicht. Und wer weiß, was da noch wieder alles fehlt an Formen. Aber das ist ja jedes Mal so. Dass sie es nicht schaffen, alle Formen in dem neuen Design zu veröffentlichen. Nun gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.